Heute Abend geht es um die Vollwertalternative. In den letzten Vorträgen, die wir gehabt haben, ja, da sah es ja miserabel aus, oder? Die Teller wurden immer leerer und leerer und leerer. Und heute Abend wollen wir mal schauen, ob wir den Teller nicht wieder ein bisschen vollbringen. Es ist nicht ein sehr gutes Bild, sehr dunkel, und es ist auch nicht von einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Es ist so ein allgemeines Blatt, das man überall findet. Aber sogar hier wird schon gesagt, in der allgemeinen Presse, Vegetarier leben gesünder und auch bedeutend länger. Es ist heute schon zur wissenschaftlichen Tatsache geworden und kaum einer streitet mehr darüber. Obwohl dieses Bild noch sehr allgemein ist von einem Vegetarier. Ja, ich bin ein Vegetarier, warum fragst du? Die Menschen denken eben, wenn man ein Vegetarier ist, dann ernährt man sich wie ein Kaninchen. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich erzähle immer die Geschichte von meiner eigenen Situation. Ich bin ja Vegetarier und zwar dann noch einer von diesen halb bekloppten veganen Vegetarier. Und bei mir bei der Uni, da sind sie so, dass sie das schon alle wissen, und ich muss ja oft zu diesen Funktionen hin, wo so viel gequasselt wird und nichts erreicht wird. Und bei denen ist da immer so ein tüchtiges Essen für alle, natürlich ein Fingeressen, wie sie nennen. Und da steht immer so ein Tellerchen für mich reserviert. Und ich glaube, die, die den vorbereiten, die haben so eine Vorstellung von einem Vegetarier. Denn die denken alle, ich bin ein Kaninchen. Naja, ich genieße dann den Teller und mache, als ob ich mich riesig drüber freue. Sie sind ja auch sehr lieb, dass sie mir den Teller immer hinstellen. Aber das Salatblatt, die Scheibe Gurke, das Stückchen Sellerie, das geht mir schon auf die Nerven. Denn alle kauen sie so ganz leise und der feiert immer. So schrecklich. Das ist auch sehr dunkel, aber nur mal Interessantheit. Wer alles schon mal Vegetarier war, Bridget Bardot, habt ihr gewusst, die ist Vegetarierin? Bridget Bardot, das war die Schönheitskönigin der damaligen Zeit. Vielleicht blieb sie daher so lange eine Schönheitskönigin, wer weiß. Boris Becker und. Es gibt viele, viele Menschen, die Vegetarier sind. Boris Becker, ein Held, Michael Jackson auch. Also junge Leute, Ohren zudrücken, ne? Michael Jackson. Und dann noch eine. Nina Hagen ist auch eine Vegetarierin. Da sind wir in guter Gesellschaft. Naja. Und noch viele andere. Ich zeige euch mal ein Bild, das ist einfacher. Whitney Houston ist eine Vegetarierin. George Bernard Shaw ist ein Vegetarier. Wissenschaftler waren auch schon mal Vegetarier. Albert Einstein. Paul und Linda McCartney, Michelle Pfeiffer. Also, es gibt hübsche Menschen, die Vegetarier sind. Es gibt intelligente Menschen, es gibt Schriftsteller. Es gibt Leute mit Humor. Wilhelm Busch war ein Vegetarier. Also, viele Leute waren schon Vegetarier und sind Vegetarier und scheinen recht gut zu leben. Wenn ich mir Michelle Pfeiffer ansehe, die sieht gar nicht so aus wie das Bild von eben, oder? Ich denke nicht. Ist es wirklich gesünder, um Vegetarier zu sein? Wir haben ja schon so viel darüber gesprochen. Vor vielleicht 10 Jahren noch hat die Wissenschaft behauptet, dass es vielleicht nicht so gesund ist, denn da sind so viele Probleme und dies und jenes. Heute wissen wir, dass wenn man sich vegetarisch ernährt und Variation immer in den Vordergrund hält, dann ist die vegetarische Ernährung sehr, sehr gesund. Wir haben ja auch schon einige Zitate gesehen. Und man braucht sich wirklich keine Sorgen machen. Es gibt einige Gruppen, die sich vegetarisch ernähren, aus ganz anderen Gründen als gesund leben. Und einige von denen wieder neigen zu bestimmten Ansichten, wo es um die Esoterik geht, und dann
beschränken sie sich in ihrer Ernährung. Sie nehmen immer weniger und weniger, denn man möchte gerne einen höheren Stand erreichen und endgültig erreicht man den, denn man stirbt. Und dann kriegt die vegetarische Ernährung einen schlechten Ruf. Aber Menschen, die sich vollwert ernähren, Menschen, die sich vegetarisch mit Variation ernähren, sollte da kein Problem sein. Wie wir ja schon wissen, die größte Studie, die getan gemacht wurde, ist mit den Siebenten-Tags-Adventisten. Und wir haben gesehen, dass unter den Vegetariern bei den Adventisten sind die, die mehr vegetarisch waren, also mehr zu vegan neigten, hatten viel niedrigere Mortalitätszahlen als die, die mehr neigten zu dem allgemeinen omnivoren Lebensverhältnis. Das Zitat haben wir ja schon mal gesehen. Dann wissen wir auch, dass Vegetarier im Durchschnitt einen niedrigeren Blutdruck haben als Nicht-Vegetarier. Bei Männern ist es ganz eindeutig, dass je älter man wird, je mehr steigt der Blutdruck. Und bei Männern, Vegetariern, nach Alter 60 fängt er an, sich zu senken. Also die Wahrscheinlichkeit, um hier im Alter einen Gehirnschlag zu bekommen, ist viel geringer, oder ein Herzinfarkt wird geringer bei Vegetariern, wogegen es mehr wird bei Nicht-Vegetariern. Bei Frauen ist da auch ein Unterschied, ein ziemlich großer Unterschied zwischen Nicht-Vegetariern und Vegetariern, aber da ist nicht die Abnahme im Alter. Aber sogar ein geringer Unterschied macht einen großen Unterschied in Mortalitätszahl. Es ist also eindeutig, dass viel weniger Vegetarier an Herzerkrankungen und Gehirnschlag und dergleichen sterben, als was es bei den Nicht-Vegetariern der Fall ist. Niedriger Blutdruck heißt nicht unbedingt, dass da etwas verkehrt ist. Ein niedriger Blutdruck, der einen schwindelig macht und man fällt um, ja, das ist zu niedrig. Aber wenn der niedrige Blutdruck ausreichend ist, um all das zu versorgen, was versorgt werden muss, dann ist er kein Problem, sondern zählt zum Gunsten. Wir sehen ja, dass Blutdruck steigt mit Alter. Und ist es nicht möglich, dass eine vegetarische Lebensweise eben dafür sorgt, dass die Blutgefäße noch bewegbar sind und jünger bleiben als bei den anderen. Und darum braucht der Blutdruck nicht in dem Maße zu steigen. Also ein niedriger Blutdruck ist nicht unbedingt was Schlechtes, sondern kann sehr, sehr gut sein. Das andere Problem, das immer wieder gefragt wird bei Vegetariern, ist Vitamin B12. Darüber haben wir schon gesprochen. Hier ist die Zahl der Bakterien im Magen zum Beispiel im Vergleich zu dem pH-Wert im Magen. Also ganz eindeutig, je niedriger der pH-Wert, die Säure, also Worten mehr Säure gegenwärtig, dann sind da sehr wenig Bakterien. Bei pH 4,5 und beim Durchschnittsveganer sollte der pH eigentlich sehr selten unter 4,5 gehen. Können wir sehen, es ist schon recht hoch. Und dann, wenn es zu dem alkalischen Bereich geht, werden die Bakterien immer mehr. Dann Flora im restlichen Darm. Wir sehen, dass die Bakterien eigentlich nicht so beeinflusst sind, wie sie im Magen beeinflusst sind. Aber es ist doch eine Zunahme von vorne nach hinten. Also wenn man schon eine vegan-vegetarische Ernährung hat, und man sorgt dafür, dass da keine Säurebildung ist, wie wir gleich sehen werden in dem Vortrag, dann hat man wesentlich mehr Bakterien, die auch B12 zeugen, als in denjenigen, die es nicht so machen. Also, wenn man Vegetarier nimmt, Ovo-Lacto-Vegetarier, das sind Vegetarier, die noch Milch und Eier gebrauchen, und vergleichen mit Vegan-Vegetarier,
dann haben die veganen Vegetarier den Vorteil, dass sie mehr Bakterien haben und die anderen haben den Vorteil, dass sie B12 in der Ernährung erhalten. Aber wiederum, die Aufnahme von B12 ist einfacher, je mehr alkalisch das ist. Also am Ende nicht so viel Unterschied. Man braucht sich also wirklich nicht so viel Sorgen machen, wie die meisten Menschen behaupten. Wenn man kleine Kinder hat, sehe ich kein Problem damit, um etwas zusätzlich zu geben, damit das Gewissen ruhig ist und man sich keine Sorgen machen braucht. Aber ich glaube, eine gute vegane Ernährung kann Vitamin B12 genügend, mehr wie genügend zeugen und es sollte keine Probleme geben. Bei Stress ist da sowieso mehr Säure, weniger B12, der aufgenommen wird und das beeinflusst nicht den Veganer alleine, sondern alle Menschen. Also sogar Omnivore haben B12-Probleme, wenn sie gestresst sind. Und wir leben in einer stressigen Zeit. Also wenn es einen beruhigt, nimm ruhig einen Zusatz ab und zu mal. Der vegan-vegetarische Lebensstil, wie gesagt, kann sehr gesund sein. Japaner sind zum größten Teil sogar Veganer. Und haben eine sehr niedrige Mortalitätsrate wegen degenerativen Krankheiten. Und in moderner Zeit leben sie immer mehr und mehr nach dem amerikanischen Stil. Und hier steht schon geschrieben, Dr. Kaizo Shida von der japanischen Foundation für Prostatakrebs untersuche, sagt, Japaner essen mehr und mehr Fleisch. Mehr als in der Vergangenheit. Und die Zunahme oder die Fälle von Fettkrankheiten, verursachten Krankheiten, so wie Brustkrebs, Kolon und Prostatakrebs, werden immer mehr und mehr. Sie werden häufiger. Also eindeutig, die Menschheit weiß, dass ein vegetarischer Lebensstil eigentlich gesund ist. Wir wollen auch, wenn wir uns ernähren, wissen, dass wir von allem, was wir nötig haben, das Nötige aufnehmen. Und es ist wichtig zu wissen, was muss ich für Kombinationen haben. Nicht bei einer Mahlzeit, sondern in meinem Ernährungsplan. Es ist ganz wichtig, so viele gesundheitsbewusste Menschen haben einen Rechner dabei und rechnen aus, was sie alles nötig haben und planen das alles in eine Mahlzeit hinein. Die Mahlzeit wird so kompliziert, dass sie total unverdaulich ist. Man braucht alles, nicht bei einer Mahlzeit, sondern im Lebensstil. Und auch Kombinationen binnen 24 Stunden, nicht alles auf einmal, ist nicht notwendig. Aminosäuren zum Beispiel, wir können ja nicht Aminosäuren aufbewahren, sie müssen ja umgebaut werden in Kohlenhydrate oder Fette, aber die Aminosäuren bleiben im Blutspiegel, wir nennen das im Englischen the Amino Acid Pool, bleibt für 17 Stunden und das ist mehr wie genügend, dass man jede Aminosäure in dem richtigen Verhältnis haben kann, wenn man die Kombinationen in einer 24-Stunden-Periode zu sich nimmt. Also was für Kombinationen, worauf müssen wir achten? Erstens, wir wollen, wie wir schon in den anderen Vortragen besprochen haben, dafür sorgen, dass wir weniger Eiweiß zu uns nehmen. Hier steht 10-15%, das ist so, was in China im Mittel im Bereich von China, im Innenland meist gebraucht wird und Japan, die haben nicht sehr hohe Proteineinnahme. Fett wollten wir reduzieren und Kohlenhydrate wollten wir hochschrauben. Das sollte mehr wie genug geben, um sehr gesund zu sein. Wie gesagt, in einer 24-Stunden-Periode, wenn man viel Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und der weiter isst, vor allem tüchtig Früchte isst, dann ist das überhaupt kein Problem, um bei diesem Prozenten hinzugelangen. Wir wollen auch in unserer Ernährung weniger von den säureformenden Nahrungsmitteln zu uns nehmen und mehr von den
alkalisierenden Ernährungsmittel. In anderen Worten, Nahrung, die alkalisch wirkt im Körper, sollten wir mehr von essen als Nahrung, die säurewirkend ist oder säureformend ist. Das heißt nicht etwas, was nach Säure schmeckt. Die Zitrone ist sehr, sehr sauer, gehört aber zu diesem Bereich. Sie ist alkalisierend. Der Grund, es ist nicht, was, wenn eine Säure da drin ist, dass es sauer macht, denn die meisten organischen Säuren, die in der Natur, in Früchten und so weiter gegenwärtig sind, sind ganz schwache organische Säuren. Es kommt darauf an, was für Mineralien da drin sind. Also die alkalischen Mineralien sind Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen und Manganese, was ist das? Mangan? Mangan. Gut. Und die säureformenden Minerale, wenn die Nahrungsmittel mit anderen Worten mehr von diesen enthält als denen, dann ist es säurebildend. Phosphor, Schwefel, Silikon, Chlorin, Fluorin und Jod sind die säurebildenden Mineralien. Wir wissen natürlich, dass wir die auch nötig haben. Wenn wir kein Jod haben, haben wir ein Problem. Wenn wir kein Silikon haben, sind da Probleme in den Knochen und, und. Also wir brauchen das. Ohne Phosphor kann kein Mensch leben, dann stirbt er. Aber wenn man zu viel davon hat, dann wird das wiederum problematisch. Also der Ausgleich muss richtig sein. Also was ist säurebildend, was ist alkalisch wirkend? Naja, die Nahrungsmittel mit hoher Säureasche sind die Fleischprodukte. Das wäre also Speck und Rindfleisch und Huhn und Krabben und Eier und Fisch und Ham, Schinken und. Schaf und Ostern und Schweinefleisch und Truthahn und Kalb und dergleichen. Wenn man vegetarisch ist, ist die ganze Liste ja in dem Mülleimer, ja oder nein? Also, man ist schon hier bei den säurebildenden Nahrungsmitteln, die schon in den Mittelbereich fallen. Also die Hochsäuren sind schon weg. Und dann ist man schon fast da. Dann, wenn man Getreide und Hülsenfrüchte betrachtet, so wie Hafer, ja, Oats, Barley ist Gerste. Ist es richtig? Ja, okay. Korn ist Mais, Linsen, Hafer, Erdnüsse, Reis, Roggen, Weizen, das sind säurebildende. Aber wir brauchen ja etwas davon. Wir brauchen ja 25% davon. Einige Nüsse sind in diesem Bereich, Brasilnüsse, Walnüsse. Und dann, wenn wir hier Früchte betrachten, dann sind alle Früchte, sämtliche Früchte mit Ausnahme von zwei, sind alle alkalisch wirkend. Einige höchst alkalisch, das sind vor allem die Trockenfrüchte, nur weil es eben konzentriert ist, das ist der einzigste Grund. Und im Mittelbereich sind alle Fruchtsorten und alle Gemüsearten sind alkalisch wirkend. Die einzigsten, die nicht sind, sind die Pflaume und die Cranberry. Ich weiß nicht, was das in Deutsch ist. Das ist diese kleine blaue, die sie zu Weihnachten immer in England essen. Preiselbeeren? Vielleicht. Ja, es hört sich gut an. Es rollt so schön von der Zunge. Preiselbeeren. Naja, ich weiß nicht, ob es das richtige ist, aber ich nehme so an. Die sind leicht Säureformen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, okay, die esse ich nicht mehr. Warum denn? Da ist doch fast keine Säurebildung drin. 1-2%, das ist sehr gering. Und wenn es Pflaumen gibt, hau rein. Tüchtig Pflaumen essen, ist kein Problem. Das heißt nur, ich darf mich nicht nur von Pflaumen ernähren. Oder von Preiselbeeren, wenn das Cranberries sind. Okay, das ist das Einzigste. Aber man braucht nicht das jetzt meiden, weil ich weiß, dass das säurebildend ist. Bohnen, es gibt einige, die sind sehr alkalinisierend, die kann man sich merken, das ist nämlich etwas Gutes. Die Lima-Bohne, die Navy-Bohne, das ist diese dunkle blaue und die, was ist das, alle Erbsenarten.
Irgendwelche Erbsen, Kichererbsen, grüne Erbsen, alle Erbsenarten sind sehr alkalisierend. Einige Nüsse auch wirken alkalisch. Die Mandel, die Chestnut, was ist das? Das ist, was Sie hier so kochen und braten beim Kastanien, ja, danke. Und Kokosnuss. Und dann noch andere Getreidearten, die alkalisch wirkend sind, sind Hirse und Sorghum. Und noch Hülsenfrüchte sind die Kidney Beans, das sind die normalen Bohnen, die man so im Allgemeinen findet. Und natürlich die wichtige Sojabohne. Also eine Ernährung, die reichhaltig an Früchten und Gemüsen und Hülsenfrüchten und Getreidearten sind, vor allem wenn wir noch die Sojabohne und einige von diesen Bohnen und Erbsen und dergleichen gebrauchen, ist sehr alkalisch. Nur 0,01 Unterschied im pH des Blutes macht einen gewaltigen Unterschied, ob das Immunsystem stark ist oder weniger stark ist. Und alkalische Ernährung trägt viel dazu bei, dass Menschen gesund sind. Gut, keine langen Listen von was darf man essen mit was, nur einen einzigen Rat. Es ist nicht das Beste, um Früchte und Gemüse bei der gleichen Mahlzeit zu mischen. Der Grund, Früchte verdauen schneller als Gemüse. Und zwar ungefähr 2 Stunden schneller. Also wenn das bei Früchten zwischen 2 und 3 Stunden schon aus dem Magen raus ist und im restlichen Darm, dann dauert es bei Gemüse zwischen 4 und 5 Stunden, also 2 Stunden länger. Es ist eine Tatsache, dass wenn man Getreide und Hülsenfrüchte und alles, was hier in dem Mittelbereich ist, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saat, einige Gemüsearten, vor allem die, die Wasser haben, so wie Salatblätter und Gurken und so weiter, könnte man noch neutral nennen, dann sehen wir, dass diese hier alle in dem Mittelbereich sind. Das Eiweiß, das wir hier drin haben in Getreide, vor allem wenn das Getreide gekocht ist oder gekeimt ist, dann haben wir eine ganz schnelle Verdauung davon. Es ist wunderbar, die Enzyme spalten ja das Eiweiß nur zwischen bestimmten Aminosäuren. Und Pflanzeneiweiße haben diese Aminosäuren so gleichmäßig verteilt, dass das ganz schnell geht, um die zu zerteilen. Wogegen Fleisch viel komplizierter ist. Und Käse noch komplizierter. Casein ist sehr schwierig zu verdauen ohne bestimmten Hilfsmittel, so wie Rennin und Bacillus bifidus und. Also, Getreide, Hülsenfrüchte, das Eiweiß in Nüssen, und Saat ist sehr schnell verdaulich und ist verdaut in circa 4 Stunden. Also der Unterschied hier, 3 Stunden, da 5 Stunden, da 4 Stunden, so im Durchschnitt. Der Unterschied in Zeit ist hier 1 Stunde zwischen irgendetwas unter den Früchten und irgendetwas in dem Mittelbereich. Und der Unterschied in Zeit zwischen dem Mittelbereich und den Gemüsearten ist wiederum nur 1 Stunde. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden ist 2 Stunden oder mehr. Und dann gibt es Fermentation. Also wenn ich das alles zusammen hier in den Kochtopf hineintue, den Magen, dann ist das schon fertig und wir warten noch 2 Stunden, bis das fertig ist. Der Magen ist absolut wunderbar. Der lässt erst alles raus, wenn alles verdaut ist. Der hat nämlich Rezeptoren, gerade nach dem Magen im Duodenum, wo er misst, wie groß sind die Teilchen, die rauskommen. Und wenn da Polypeptiden, die zu lang sind, rauskommen, dann sagt er, Schluss, mach zu, koch weiter. So ungefähr, einfach gesagt. Und dann fängt das an zu gären und dann ist das Endprodukt nicht Monosaccharid, sondern das Endprodukt ist Fettsäure. Und das ist säurebildend. Und dann hat man schon wieder die gleichen Probleme, die man vorher hatte. Also wie trennt man Früchte und Gemüse? Es ist eigentlich sehr einfach. Wir werden darüber sprechen, derweil wir mit dem Vortrag beschäftigt sind.
Ich kann jetzt auch schon was sagen. Ich habe Lust auf Früchte. Aber Früchte, wenn man ein aktiver Mensch ist und man hat einen Tag gearbeitet oder was auch immer und man sieht nur Früchte auf dem Teller, ja, na, dann kann es einem schon schlecht werden. Man will ja was im Bauch haben, oder? Also ich möchte mal was Stabiles haben. Ich möchte was essen, was ich kauen kann, aber ich möchte auch Früchte haben. Was mache ich dann? Ich kann mir einen Hamburger machen, ganz einfach. Das ist ein Hamburgerbrötchen. Und auf dem Hamburger, was tue ich da drauf? Da mache ich mir einen Bratling als Hamburger. Und zwar gebrauche ich dafür eine Hülsenfrucht, sagen wir mal, was auch immer. Wir haben ja hier einen demonstriert am Sonntag. Ich kann die Sojabohne nehmen. Ich kann aber auch die Chickpea nehmen, das ist die Kichererbse da, oder die Sojabohne. Und ich kann dann das bisschen dicker machen mit Hafer und ein bisschen Salz und so weiter rein und vielleicht ein bisschen Sojasauce, das kommt ja auch von der Hülsenfrüchte, und tschum, tschum, tschum und Brat, Brat, Brat. Jetzt kriegt das Brötchen hier Avocado drauf, das ist beim neutralen Bereich hier unten. Und das tue ich dann drauf und weiterhin, wenn ich dann Avocado drauf habe und mein Brötchen drauf, jetzt möchte ich eine Soße drauf haben, die muss ja auch gut schmecken. Also nehme ich eine Nuss und zwar nehmen wir da, sagen wir mal, die Cashewnuss zum Beispiel und dann mache ich eine Mayonnaise oder ich kann sogar die Mayonnaise ein bisschen wie so eine tomatenartige Mayonnaise machen, denn die Tomate ist auch sehr wasserreich und gilt auch in dem Mittelbereich. Und oben drauf gießen, Salatblatt ist auch da in dem Mittelbereich, das ist nur Wasser. Oben drauf, jetzt habe ich einen großen Hamburger. Jetzt verzehre ich den oder zwei, wenn ich Hunger habe und ich kann so viel Früchte essen dazu, wie ich will. Und ich habe nicht Früchte und Gemüse gemischt. Ich möchte Gemüse haben, ich möchte mal was essen, was anders ist. Oder ich möchte Gemüse haben, da kann ich irgendwas da kochen. Ich kann irgendwas aus diesem Bereich machen, ich kann eine große Mahlzeit kochen und es essen und ich brauche nicht Früchte und Gemüse essen. Heutzutage, was machen die Menschen? Sie essen aus diesem Bereich und dann zum Nachtisch gibt es Früchte. Das muss man nicht machen. Also wenn ich Nachtisch haben will, wenn ich aus diesem Bereich, was das vorbereitet habe, dann mache ich einen anderen. Hier in Deutschland ist es so leicht, dass es gibt Sojapuddings, es gibt, ich kann einen unartigen Kuchen verzehren, so ein Hefekuchending oder Mohnkuchen oder was zum Nachtisch. Ich kann einen Millet-Pudding, einen Hirse-Pudding, ich kann irgendwas essen, nur nicht Früchte. Also den süßen Zahn kann ich auch zufriedenstellen. Also Früchte und Gemüse nicht bei der gleichen Mahlzeit mischen. Es gibt viele Ernährungspläne, von was so notwendig ist, wenn man überhaupt gesund sein will. Wiederum, jeder Mensch ist anders. Einige haben einen hohen Metabolismus, einige haben nicht so einen hohen Metabolismus. Wenn man wenigstens pro Tag eine Portion Hülsenfrüchte oder Nüsse zu sich nimmt und vielleicht Sojamilch oder etwas dergleichen, das ist nach wissenschaftlichen Laborprüfungen als sehr ausreichend befunden für Veganer zum Beispiel. Wenn ich Gemüse esse pro Tag, Früchte und Getreide, dann habe ich alles, aber absolut alles, was ich nötig habe. Es gibt auch Tabellen für kleine Kinder, die kommen aus wissenschaftlichen Zeitschriften, aus medizinischen Zeitschriften. Und da sind nur ein paar Dinge zu beachten. Hier gibt es zum Beispiel ein paar Gruppen hier, 6 Monate bis ein Jahr und Einjährige und. Wir brauchen das nicht alles durchstudieren, ich gebe nur so ein paar Tipps. Kleine Kinder sind anders als Erwachsene. Kleine Kinder haben andere Bedürfnisse als Erwachsene. Kleine Kinder haben einen hohen Metabolismus, dann müssen sie auch noch wachsen. Ältere ist der Metabolismus schon langsamer und sie brauchen nicht mehr wachsen. Also kleine Kinder brauchen viel Nahrung. Sie brauchen etwas, was Kraft gibt, was das Eiweiß gibt, was genug Energie gibt für ihren Verbrauch pro Tag. Jetzt, wenn wir wissen, Früchte sind gesund
Und wir schicken das Kind zur Schule morgens mit, sagen wir mal, ein bisschen Getreide und viel Früchte, weil viel Früchte sind gesund. Und das Kind haut sich den Bauch voll mit Früchten, dann verzehrt er eigentlich oder sie 70% Wasser und nur 30% Nahrung. Denn Früchte bestehen aus 70% Wasser und wenn das Orangen sind, dann sind sogar über 90% Wasser. Und mit 10% Nahrung kann kein Kind pro Tag aushalten zu essen. Also da muss man schon etwas anders umgehen. Mit kleinen Kindern könnte man Trockenfrüchte pürieren mit bisschen Wasser. Dann hat man nicht gleich dieses 70% Verhältnis. Marmelade machen aus Trockenfrüchten zum Beispiel ist gut für kleine Kinder. Getreide, wenn man einen Brei kocht für kleine Kinder, eher einen Brei aus Hafer oder Hirse oder einen von diesen als einen Brei aus Mais. Denn Mais nimmt auf 6 Teile Wasser, 1 Teil Mais. Darum ist Maismehl so gut, um mit zu verdicken. Ne? Ein Teelöffel Maismehl und die ganze Suppe steht. Warum? Weil das Maismehl das Wasser aufsaugt. Also wenn ich Maisbrei mache und das Kind damit füttere, in Afrika ist das vor allem ein Problem, hier in Deutschland nicht, die Deutschen hassen Brei meistens, aber wenn sie ihn mögen, kleine Kinder mit sehr viel Wasser, das ist ein Problem, um die damit zu schicken, zur Schule. Also lieber bei Breien bleiben, die nur 2,5 Teile Wasser aufnehmen. Die meisten anderen Getreide, Reis, Hafer, Hirse und. 1 Teil Getreide, 2,5 Tassen Wasser, 1 Tasse Getreide, 2,5 Tassen Wasser und das ist das richtige Verhältnis. Aber nicht bei Mais, das ist 1:6. Und dann auch das Verhältnis auf dem Teller. Wir denken immer, das Kind muss dieses oder jenes kriegen, weil das ist gesund. Sagen wir mal, wir haben einen Auflauf, der hat Hülsenfrüchte und alles Mögliche drin. Und dann haben wir auch Gemüsearten. Und dann kriegt das Kind ein bisschen Auflauf und viele Gemüse, denn Gemüse ist gesund. Und dann haut sich das Kind wieder den Magen voll mit 70% Wasser, 30% Nahrung. Also beim Kind muss der Teller anders aussehen. Viel von dem mit der reichen Energie, mit den Hülsenfrüchten und den Getreidearten auf dem Reis und das Teller voll, bisschen Gemüse. Und beim Erwachsenen weniger von dem, mehr Gemüse. Das Verhältnis sieht anders aus, die Nahrung ist genau die gleiche. Wenn man das so nach dem Plan macht, haben sie verschiedene Vergleiche gemacht von verschiedenen Energiewerten in der Ernährung und verglichen mit anderen Ernährungen von der allgemeinen Bevölkerung und Veganer kommen immer ganz gut davon ab. Wir brauchen hier nicht die Details durchstudieren. Sie sind immer ganz vorne in der Reihe. Gut, also noch ein paar Tipps für gesundes Leben. Weniger Eiweiß, das haben wir ja besprochen in einem Vortrag. Weniger Fett, mehr komplexe Kohlenhydrate. Und dann, wenn man Vollwert ist, dann gehen die Ballaststoffe sowieso hoch, die wasserlöslichen und nicht wasserlöslichen Ballaststoffe. Aufpassen, dass man nicht Fettsucht entwickelt. Wenn man sich Vollwert ernährt, haben wir ja schon besprochen in einem Vortrag, dann ist das viel unwahrscheinlicher, weil der Naschreiz verschwindet. Das haben wir auch schon behandelt. Raffinierte Nahrung meiden, darüber haben wir auch schon in einem Vortrag besprochen. Das sagt meiden. Das heißt, der Lebensstil muss so sein, dass er im Allgemeinen vollwert ist. Aber ich kann euch sagen, wir haben alle einen verwöhnten Gaumen, ich auch. Und Vollwert kann einem nach einer Weile auf den Wecker gehen. Dann holt man sich etwas Raffiniertes. Weiße Nudeln mal, wenn man Lust hat. Oder vielleicht einen Kuchen, der nicht mit Vollwert ist. Ist auch egal. Das wird einen nicht töten, wenn man mal, in Anführungsstrichen, ein bisschen sündigt. Das hält man ein bisschen normal hier oben. Vor allem kleine Kinder. Wenn man immer nur Nein sagt, Nein sagt, Nein sagt, dann wollen sie nachher nicht. Mein eigener Sohn ist strenger wie ich. Das kann ich euch sagen.
Meine Frau ist schlimmer wie ich. Naja, gut. Und dann viel Früchte und Gemüse essen und Alkohol, Zigaretten und all die anderen Dinge, die wir besprochen haben, auch meiden. Also es ist ganz wichtig, dass wir viele Früchte, Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüsearten in der Ernährung haben, dass wir mehr alkalisch als Essig formende Nahrung zu uns nehmen und dass wir unsere Kombinationen auf die achten. Und dann sollte es einigermaßen hinaus, das kann ich ja gar nicht lesen, was steht denn da? Das ist wieder eins von diesen Nahrungsmitteln und Gesundheitstabellen, die es so gibt im Allgemeinen und die auch hier zeigt, was alles wo drin ist und wie man das machen sollte. Eigentlich habe ich das in dem vorigen Dia schon genügend gesagt. Frage an euch, auf diesem Dia hier, was ist da säureformend? Gar nichts. Gut, ihr habt gut aufgepasst. Die Vollwertalternative. Vollwert haben wir ja gesehen, dann sind all die Ballaststoffe gegenwärtig in jeder Mahlzeit. Aber wie isst man vollwertig, ohne dass man den Geschmack verliert? Es ist wichtig, dass wir vollwertig denken. Think whole foods. Je mehr wir uns daran gewöhnen, um aus den einfachen Dingen was zu kochen, was gut schmeckt, je leichter wird es um diesen Lebensstil überhaupt durchzuführen. Wir müssen experimentieren, wir müssen mit neuen Gedanken anfangen, es muss Spaß machen. Und ich muss mir überlegen, wie kann ich aus dieser Bohne, aus dieser Nuss etwas machen, was gut schmeckt. Wenn ich mir den Teller voll haue von Bohnen und ein Häufchen Nüsse und dann ein Salatblatt und den Selleriestock, das halte ich vielleicht 3 Tage aus und dann gebe ich es auf. Es muss also umgedacht werden. Variation, Variation, Variation. Wir haben gesprochen von Spielzeug. Ein Vater, der 10 Spielzeuge gibt und das Kind schmeißt 9 weg, bricht das andere auseinander und spielt nur mit dem Rad. Da würden wir uns auch aufregen. Ne? Liebe Gott hat uns viel Variation gegeben. Es gibt viele Arten. Gewöhnt man sich erstmal an die verschiedenen Geschmäcke, dann ist es genießbar. Wir haben einen sehr lieben deutschen Freund. Ach, das ist ja gut, dass das sich schon geändert hat. Der kam aus Deutschland nach Afrika. Und der Gaumen war so deutsch, von all dem, was er da sah, hat er vielleicht 1/100 gegessen. Und dann haben wir ihn getauft, Herr Bauer. Ihr kennt ja den Ausdruck, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so war der. Und er hat sich so aufgeregt und hat gesagt, den Bauer, den werde ich los. Was muss ich essen? Und dann haben wir gesagt, das musst du essen und das musst du essen und das musst du essen. Dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, igidigid, das war sein Lieblingsausdruck, das esse ich nicht. Dann bleibst du ein Bauer. Heute, all das, was so igidigid war, wie Früchte, die er nicht kannte zum Beispiel, ach, die isst er jetzt mit einem Genuss. Bringt dem Gaumen mal bei, dass es anderes gibt als das, woran wir so gewohnt sind. Was brauchen wir denn, wenn wir interessant kochen wollen in einer westlichen Welt? In Schwarzafrika brauchen wir einen Eisentopf, wir brauchen einen Haufen Holz und ein Feuer. Und that's it. Dann ist man im Schlaraffenland. Wenn wir mal irgendwo in Mittelafrika reinsausen, dann leben wir wie die in Afrika, man hat einen Eisentopf und fertig. Und vielleicht ein Stückchen Stahl, das man aufs Feuer legt und darauf macht man allerhand Dinge. Man lebt so toll, es ist ganz fabelhaft. Aber wenn man jetzt in der ersten Welt lebt und man hat all diese vornehmen Gäste und so weiter, dann braucht man etwas Komplizierteres. Also eine gute Hackmaschine, einen guten Blender hat man da schon nötig. Und zwar einer, der nicht stehen bleibt, wenn er mal mit einer Nuss konfrontiert wird. Da ist nichts irritierender als eine Hackmaschine, die da so einen
griechischen, stickerigreichen Brei produziert, anstatt eine glatte Soße. Also der muss stark sein, ein guter Blender. Eine gute Pfanne ist notwendig. Und wenn man ganz besonders was möchte, ein Waffeleisen oder vielleicht eine Maschine, die hilft, um das Gemüse und dergleichen zu verarbeiten, ist auch ganz gut. Und wenn man voll Fanatiker ist, dann eine Getreidemühle. Aber die braucht man nicht. Nur die Fanatiker brauchen eine Getreidemühle. Haben wir eine, Sonika? Ja? Ja, wir haben eine. Ja, ganz recht. Wir haben eine, ja. Und alle die Fanatiker kommen und gebrauchen sie bei uns, bis sie kaputt ist. Naja. Also wie kochen wir jetzt? Was machen wir mit dem, was wir kaufen? Wir müssen umdenken. Also Getreide, was gibt's an Getreide? Variation. Lieber Gott, was ist da alles an Getreide? Frag mal. Und geh mal in die Geschäfte, schau. Es gibt so viele verschiedene Arten. Und manchmal gibt es was, was man noch nie gesehen hat. Bei einem Inderladen oder sowas ähnliches. Bei Türken gibt es Dinge, die man noch nie gesehen hat. Dann sag mal, was macht ihr denn mit dem Zeug? Und die werden ganz begeistert. Ja, wir kochen so und so und dies und jenes. Und dann all das, was nicht rein muss, schmeißt man raus und ersetzt mit etwas anderem und versucht's mal. Also, Barley, Gerste, denke ich. So haben wir es übersetzt. Gut, sehr reichhaltig an B5. Das hilft mit Fettabbau. Versuch mal, Gerste in den Auflauf hineinzutun. Versucht mal, Gerste und Reis zu vermischen. 2 Drittel Reis, 1 Teil Gerste. Und ein bisschen mehr Gerste, so im Allgemeinen. Einmal alle 2-3 Wochen vielleicht, wenn er am Anfang nicht so interessant ist, dazu tun. Oder in die Suppe hinein, dass man es nicht merkt. Es funktioniert nicht so gut in Brot, macht Brot knatschig, also nicht so viel in Brot reintun oder gar nicht. Aber versucht das mit hineinzuarbeiten. Mais haben wir schon ziemlich viel drüber geredet. Mais nicht zu viel als Brei gebrauchen. Maiskolben, sehr gut. Ich höre, sehr teuer bei euch. Bei uns ist er nicht so teuer, der süße Mais. Es gibt so viele Getreidearten, mit denen man so viel machen kann. Getreide als Müslis gebrauchen. Hafer und so weiter als Müsli gebrauchen. Da Hafer braucht nicht so viel gekocht werden oder gar nicht gekocht werden. Die anderen Getreidearten kann man ja vorgekocht kaufen oder man kann sie keimen oder man kann sie rösten, um von den Stoffen, die Unterdrücker sind, um die loszuwerden. Man kann mit Getreide kann man Waffeln machen, mit Getreide kann man Bratlinge machen, mit Getreide kann man viele Dinge machen, wo man nie geglaubt hätte, dass man das machen könnte. Hirse ist die älteste Getreideart aus China. Man kann Hirse gebrauchen, Hirsemehl, das man fein macht, oder man kann es auch in dieser Hackmaschine machen und wenn sie stark ist und so eine Art Mehl machen. Kann man Eier ersetzen in Bratlinge, man kann es also als Bindemittel gebrauchen. Man kann es in Pfannkuchenmischung hineintun, sehr reichhaltig an Eisen, 7 Milligramm pro 100 Gramm. Es ist eines der alkalischen. Man kann so viel mit Hirse machen, es ist unglaublich. Muss aber ohne Schale sein, enthüllter Hirse. Denn wir haben leider keinen Schnabel. Vögel machen das mit dem Schnabel. Wir brauchen eine Maschine dazu. Sonst hat man ein Kauerlebnis sondergleichen. Man kann Pudding machen mit Hirse. Man kocht den Hirse, so wie man Hirse eben kocht. 1 Teil Hirse, 2,5 Teil Wasser kochen. Dann in die Mixer rein, in die Hackmaschine. Ganz fein machen. Dann kann man ein bisschen Karo-Pulver dazugeben, dann gibt es einen Schokoladepudding, nochmal reinmischen und dann etwas Süßes, vielleicht so 6-7 Datteln, wenn man Lust hat, oder Honig, dann wird er nicht ganz so schön dick, oder ein bisschen Zucker macht auch nicht tot, und dann in den Eisschrank diese warme Mischung und sie wird von selber dick. Dann hat man einen Schokoladenpudding.
Und da könnte man drüber gießen, eine herrliche süße Sahne aus Cashew-Nuss-Creme gemacht. Mua. Voilà. Und dann hat man Hirse, der normalerweise, für mich kann man mich jagen mit Hirse, aber den Pudding, den esse ich. Und andere wieder mögen Hirse. Also jeder ist nicht gleich. Waffeln, was macht man da? Man kann einfach nur Getreidearten nehmen, sagen wir mal Hafer oder Maismehl oder Vollkornmehl oder alle drei, wie man Lust hat. Salz, bisschen Wasser und Datteln und zusammen in den Mixer. Es geht alles so schnell. Viele, viele vegane Rezepte sind so kompliziert, dass man von morgens bis abends steht und kocht. Wenn das Essen nicht auf dem Tisch sein kann, binnen einer Stunde, dann habe ich schon die Geduld verloren. Es muss schnell gehen. Und Frauen müssen nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Und Männer, lernt das Kochen, es macht Spaß. Teilt es euch mit der Frau. Nicht wahr? Bei der Bratpfanne stehen und reinschmeißen, macht doch Spaß. Wenn auch mal was Verkehrtes reinkommt, ist doch egal. Gut. Also das in die Hackmaschine reintun und dann, wenn es drin ist in der Hackmaschine und es ist fertig, dann in das Waffeleisen. Und das einzigste Problem ist, es dauert ein bisschen länger. Es dauert nämlich 8 bis 10 Minuten, bis so eine Waffel gar ist. Denn sie ist eben nicht nur Eier und Weißmehl. Und das Problem kann man lösen, durch dass man das ein Fernseherlebnis macht. Man schaut Fernsehen, ihr habt ja stundenlang Werbung, habt ihr nicht? Und die will man sich doch sowieso nicht ansehen, also hat man die Mischung da, schaut sich Fernsehen an, wenn man Fernsehen ansieht oder wenn man einen guten Film ansieht oder wenn da eine Pause ist irgendwie, rein damit und backen, vorbacken, irgendwie zwischen etwas anderem, was man macht. Und das kann man einfrieren. Und dann, wenn es nötig ist, an einem Morgen, man möchte Waffeln haben, dann in den Toaster hinein und rösten wie ein Röster, wie so ein Rostbrötchen und rausholen und dann drauf tun, was man drauf tun will. Sagen wir mal Honig oder Maple Syrup oder Cashewnusscreme drauf oder Früchte, Fruchtsalat mit Creme drüber. Alles, was süß und herrlich ist, obendrauf und genießen. Also von Getreiden haben wir jetzt schon Waffeln gemacht, wir haben schon Puddings gemacht, wir haben Soßen gemacht, wir haben Bratlinge gemacht. Nicht immer nur ein Klecks Getreide. Ding, ding, ding. Und von den Türken kann man unheimlich viel lernen, von was man mit Getreide macht. Die stopfen Auberginen, die stopfen Tomaten, da stopfen sie mit Getreidearten und Dingen. So viele Dinge. Paprikas, die machen das genau richtig. Hafer ist eins der leicht verdaulichsten Getreidearten, also ausgezeichnet für ältere Leute, kranke Leute und natürlich auch Müsli davon machen. Dann hat man auch mehr Energie pro Biss. Wenn man Müsli isst zum Frühstück, sagen wir mal Müsli mit Sojamilch drauf oder eine Nussmilch drauf, dann hat man ein reichhaltiges Frühstück, vor allem wenn da noch Trockenfrüchte und Nüsse drin sind. Mensch, da kann man erst einen Berg hochlaufen, dass man die Energie los wird, dass man überhaupt mit der Tagesarbeit anfangen kann. Roggenbrot, die sagen ja, das ist das Muskelgetreide. Und wir Deutschen sind so stark, weil wir viel Roggenbrot essen. Also brauchen wir nicht da viel drüber sagen. Sehr reichhaltig an Vitamin B-Gruppe und Vitamin E. Früher hat man ja gesagt, das ist das Getreide der Armen. Aber es ist nicht das Getreide der Armen, es ist das Getreide der Schlauen. Warum sind die Deutschen auch so schlau? Logisch. Also Hirse. Hirse kann man einen Ersatz Butter machen. Hirse, Salz, bisschen was fürs Auge. Turmeric, was ist das? Nicht Safran ist? Kurkuma. Kurkuma, okay. Kurkuma und Wasser. Einige sagen, Kurkuma ist problematisch, es hat Stoffe drin, aber man gebraucht ja nur eine Prise, nur um es gelb zu machen. Das Auge will auch mitessen. Gut mischen und dann hat man schon einen Ersatzbutter. Ganz einfach. Reis,
Wenn man raffinierten Reis, weißen Reis gebraucht, ist 80% B1 weg, 40% B2, 60% B3. Also weißen Reis nur essen, wenn man Lust hat auf etwas Unartiges. Und wenn man dann noch etwas Vollwertes obendrauf tut, dann hat man ja die nötigen Ballaststoffe. Man braucht nicht immer so genau hinachten. Aber im Allgemeinen, brauner Reis ist viel besser als weißer Reis. Wenn er nicht weich genug ist nach dem Sinne, wie einige behaupten, dann den Reis einweichen vorher und dann wird er toll danach. Und Hafer, da steht dreimal Brot. Man muss sich daran gewöhnen, dass Brot gesund ist. Weizen enthält viel Energie und das Wichtige ist, wenn man zum Brot kommt, dann sieht man, dass der Energiebereich vom Trockenweizen bei 330 Kalorien pro 100 Gramm nur sich senkt hier nach 268. Okay, können wir erklären das mal. Eine Tasse Reis nimmt wie viel Wasser auf beim Kochen? 2,5. Also fällt der Energiewert mindestens um 2/3, ja oder nein? Gut. Wenn ich irgendein Getreide koche, fällt der Energiewert mit 2,5. Das ist nicht ein Problem. Aber für Kinder zum Beispiel, Energieprobiss ist wichtig. Wenn ich eingeweichten Getreide gebrauche, also Sprossen, da fällt der Energiewert auch mit mehr als 2/3. Beim Brot sieht es anders aus. Wenn ich Mehl, Vollkornmehl gebrauche oder irgendein Mehl, und ich nehme 1 Kilogramm Mehl, dann gehen da nur für Brot ungefähr 900 Milliliter Wasser rein. Also was ist das Verhältnis? 1:1. Dann weiterhin, wenn ich es gemischt habe und ich tue es in den Ofen und ich backe es, was passiert mit dem meisten von dem Wasser? Es verdunstet. Also das Verhältnis wird noch weniger. Und dann habe ich sehr viel Energie pro Biss in diesem Brot. Es ist gebacken, es ist erhitzt, das heißt, die Unterdrückungsstoffe sind vernichtet. Es ist die beste Art und Weise, um so einen Weizen zu verzehren. Und dann kann man es natürlich noch herrlich machen, dir all das gute Zeug drauf zu schmieren, woran der Gaumen sich so freut. Also Brot ist wichtig in der Ernährung und ist eins der gesündesten Arten und Weisen, um das zu essen. Wir haben ja schon eine Demonstration gehabt, aber die, die nicht da waren, ein Brot braucht nicht unbedingt sehr kompliziert sein. In Deutschland gibt es gutes Brot zu kaufen, also wenn man keine Lust hat, selbst zu backen, dann kann man es ja auch schon kaufen. Man weiß aber nicht immer, was für Zusatzstoffe da drin sind und. Und der Bäcker hat das auch meist als Geheimnis. Manchmal steht es drauf, was da drin ist, dann hat man eben Glück. Aber wenn man selbst ein Brot backen will, in der Vergangenheit war das immer eine schwierige Sache. Je einfacher die Zutaten, je besser das Brot. 1 Kilogramm steingemahlenes Mehl, ein Päckchen Hefe, ein bisschen Salz, 900 Milliliter Wasser und dann etwas Süßes, um den Hefe gehen zu lassen. Da kann man entweder einen Apfel hacken in der Hackmaschine, man kann ein paar Rosinen oder Korinthen oder was auch immer in die Hackmaschine und bschitt, nur für den Zucker. Oder man kann Honig rein oder Molasse rein oder was auch immer. Es ist eigentlich egal. Das wäre nur das Natürlichste. Und dann gut mischen, so wie wir hier auch demonstriert haben am Sonntag, gut mischen, damit die Kleie sich entwickelt. Ist das richtige Wort, Kleie? Gluten, dass der sich entwickelt und wie Kaugummi wird. Damit die Gasblasen in diesem kaugummiartigen Gluten sich festlegen. Wenn man das dann backt, dann sind diese Gasblasen festgefangen in dem Brot. Wenn es nicht gut gemischt ist, dann geht das Gas wieder raus und man backt einen Backstein. Oder das Brot ist so fest, dass man nur eine Säge gebrauchen kann, um es auseinanderzuschneiden. Wogegen, wenn man es gut vermischt, dann geht es auch gut auf und man hat ein leichtes Brot und das ist
einfacher, um zu verdauen, die Hitze geht besser durch und, und. Also ein schönes, leichtes Brot ist nicht zu verschmähen. Also jetzt haben wir einige Gedanken über Getreide gehabt. Jetzt müssten wir uns mal um die Hülsenfrüchte kümmern. Hülsenfrüchte haben viele Unterdrückungsstoffe drin, weil es eben eine Saat ist, die gelagert wird. Und die Saat, wenn sie im Ruhezustand ist, wird unterdrückt, die Enzyme, durch verschiedene Stoffe in den Hülsenfrüchten. Da gibt es einige Alkaloide, Glykosiden, Saponinen, Tannine und gibt es da drin. Und verschiedene Säuren. Und wenn man das einweicht, dann kommen diese Säuren raus. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir diese Stoffe entfernen, denn sie unterdrücken unsere eigenen Enzymen auch. Also in wie viel Wasser einweichen? Gerade genug, dass die Bohnen alles aufnehmen oder in viel Wasser? Viel Wasser. Was hilft es? Ich tue genug Wasser drauf, dass die Bohne alles Wasser aufsaugt. Dann sind all die Stoffe noch in der Bohne drin. Ich will die ja loswerden. Also viel Wasser, und das Wasser, werden wir sehen, ist ganz gelb, wegschmeißen und über Nacht mindestens einweichen. Man kann eingeweichte Bohnen dann in Plastiktüten tun und einfrieren. Und dann hat man immer eingeweichte Bohnen in der Gefriertruhe. Es gibt verschiedene Arten von Bohnen. Bohnen sind ganz fantastisch. Wenn ich diesen Einweicheprozess nicht durchführe, wenn ich zu viele Bohnen esse, einige glauben jetzt, Bohnen sind gesund, ich muss also ganz viel auf den Teller tun. Wenn ich zu viel esse, wenn ich sie nicht richtig einweiche, dann habe ich Probleme. Ich habe sogar Eheprobleme, wenn ich das mache. Ja. Hülsenfrüchte. Von beiden Seiten natürlich, ist ja natürlich, beide werden dann zu viel essen, nicht wahr? Also Bohnenarten und Hülsenfrüchte im Allgemeinen, da ist die liebe Kichererbse da unten. Es gibt so viele verschiedene Arten von Bohnen. Immer mäßig gebrauchen. Es ist eine sehr konzentrierte Nahrung, es ist reichhaltig an Öl. Es ist immer leichter zu verdauen. Du gehst zu schnell weg, das war doch ein schönes Bild, oder? Wo bist du denn jetzt? Ah, da sind wir. Immer leichter zu verdauen, wenn es gehackt ist, wenn es fein ist. Feine Teilchen im Magen, die Enzyme kommen leichter ran, die Verdauung ist leichter. Wenn wir feste Bohnen oder feste Bohnengerichte haben, so wie wir oft backen im Ofen, ganz viele Linsen zusammen oder viele Bohnen zusammen und dann sehr konzentriert Bohnen essen, dann ist die Hälfte mindestens oder mehr nicht verdaut, bis es durch den Darm ist und dann im Dickdarm, dann machen sich die Bakterien drüber hinweg, dann gibt es unheimlich viel Gasproduktion. Man kann vielleicht beim Heizgas sparen, ich weiß nicht. Aber angenehm ist es eben nicht. Also Hülsenfrüchte haben schlimme Presse bekommen wegen ihren Saponinen und Glykosiden und was da auch immer drin ist. Aber man kann fantastische Dinge machen mit Hülsenfrüchte. Zum Beispiel die Kichererbse. Mit der eingeweichten Kichererbse kann ich Bratlinge machen. Ich kann Mayonnaise machen. Das ist ganz einfach. Die Kichererbse ist fast so wie Cashewnüsse. Wenn ich die eingeweichte Kichererbse nehme und ich tue sie in die Hackmaschine und ich nehme diese Soße, also eingeweicht, gerade mit Wasser bedecken, in die Hackmaschine, fein. Jetzt kann ich diese Suppe, kann ich gehackte Zwiebel zutun, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Kräuter, ein bisschen Hafer, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Paprika, ein bisschen was auch immer noch einfällt, mischen, mischen, mischen. Und dann sind es Bratlinge. Chip, chip, chip in die Pfanne und dann hat man Bratlinge. Also ganz einfach, um ganz schnell Bratlinge zu machen. Wenn ich eine Mayonnaise machen will, das Gleiche. Bisschen eingeweichte Ruhe in die Hackmaschine mit Wasser bedecken, fein machen. Und dann mehr Wasser dazu,
so nicht ganz doppelt und in den Topf zum Kochen bringen und dann wird es von selber dick. So dick. So, dass es spritzt und man immer so machen muss. Dann ist es gerade richtig. Und dann zu diesem bisschen Salz dazu, wenn man will, bisschen Knoblauch dazu, etwas Süßes, wenn man will, so ein Viertel-Löffel Zucker und dann Zitronensaft. So viel, wie man will. Dann kann man ganz pikante Mayonnaise machen oder nicht so pikante Mayonnaise und man macht einen Kartoffelsalat. Also aus Hülsenfrüchten kann man Soßen machen, man kann Bratlinge machen, man kann Sprossen machen, man kann so viele Dinge mit Hülsenfrüchten machen, es ist unglaublich. Die Karobohne ist auch eine Hülsenfrucht. Wenn man Sojamilch hat und man hat Karob, dann kann man ein Schokoladengetränk machen. Das ist irgendeine Zeit so gut wie Kakao, schmeckt auch gut. Wir haben jeden Freitagabend Bibelstunden und die ganze Welt kommt darauf. Nicht wegen den Bibelstunden, aber wegen dem Karob kommen sie. Naja, vor allem im Winter. Im Sommer lohnt es sich nicht nach Schweiz zu kommen, dann gibt es keinen Karob bei der Bibelstunde. Ne, ganz so schlimm ist es nicht, aber fast. Sie kommen wirklich wegen dem Karob, es schmeckt wirklich gut. Also Karob als Süßmittel gebrauchen, Puddings, Schokoladenpudding machen, darüber haben wir schon gesprochen. Das haben wir schon gehabt. Die Kichererbse, die wir eben besprochen haben, ist wiederum sehr reichhaltig an Eisen. Ich nenne das, weil eines der Mineralien, wo oft behauptet wird, dass Vegetarier zu wenig davon bekommen, ist Eisen. Aber der einzige Grund, warum die Menschen das sagen, ist, weil Vegetarier kein Hemeisen zu sich nehmen. Hämoglobin, da ist doch Eisen drin. Und Myoglobin in Muskeln, da ist Eisen drin. Also Nicht-Vegetarier bekommen Eisen als Hemeisen. Und Hemeisen wird etwas leichter aufgenommen als Mineraleisen. Und dann behauptet man, Vegetarier seien schlechter dran. Aber eigentlich ist es nicht wahr. Denn wenn man Vitamin C in der Nahrung hat, nimmt man leicht Eisen auf. Und Vegetarier, die dafür sorgen, dass sie Hülsenfrüchte, Getreide und grüne Gemüsearten genügend zu sich nehmen, haben überhaupt keine Eisenprobleme. Das ist eindeutig bewiesen. Also hier ist eines der Hülsenfrüchte, die sehr reich an Eisen sind. Ein sehr gutes Eiweiß in der Hülsenfrucht. Kidneybohnen, das sind die allgemeinen Bohnenarten, die man so findet. Damit kann man Auflaufe machen, man kann Bratlinge machen, so wie man eben gesehen hat. Linsen sind sehr hochwertig an Kohlenhydrate. Das Eiweiß alleine ist nicht sehr vollwertig, aber zusammen mit Reis perfektes Eiweiß. Also Hülsengerichte mit Reis sehr gut oder mit einer anderen Getreideart, irgendeiner Getreideart. Man kann zum Beispiel Zwiebelbraten, wie wir es hier gezeigt haben, am Sonntag, Zwiebelbraten und dann viele Tomaten dazugeben, eine schöne tomatenreiche Soße machen, ein bisschen Sojasauce dazu und Gewürze und wieder alles reinschmeißen, was man so will und dann ein paar Löffel gekochte Linsen. Wenn man Linsen wiederum nur sehr konzentriert isst, dann hat man wieder das Gasproblem. Wenn man aber es so macht, dass man es in dieser Soße hineinarbeitet und dann als Bolognese-Soße gebraucht, fantastisch. Also so kann man sie gut gebrauchen. Man kann sie natürlich sprossen, auch Mungbohnen sind sehr gut gesprossen, sehr reichhaltig an Eisen wieder, die Mungbohnen. Man kann auch von Linsen eine nachgemachte Leberwurst machen. Man kann also Linsen kochen, ein bisschen Haferbrei nehmen, fein geschnittene Zwiebel, Majoran und ein bisschen Knoblauch. Dann macht man die Linsen, fein, den Knoblauch, Majoran und so weiter in der Hackmaschine. Macht den gekochten Brei dazu, ein bisschen Salz und dann hat man einen Aufstrich. Also man muss eben experimentieren. Die Sojabohne, das ist die Nummer 1 Bohne.
eben wenn sie genmanipuliert ist, dann versuche eine andere Sojabohne zu kriegen, wenn man nicht weiß, ist immer noch besser wie was anderes. Kalziumreich, 20-mal so viel wie in Rindfleisch. Kaliumreich, Eisen, 5-mal so viel wie in Käse, 2-mal so viel wie in Fleisch und Eiern. Also ausgezeichnet für alle diese Dinge. In Deutschland kann man ja alles kriegen, all die Sojasoßen, die verschiedenen Tofu-Arten und. Also kein Problem, um mit irgendeinem von diesen zu kochen. Ein Tofu-Omelett ist herrlich, wirklich sehr gut. Eine halbe Tasse Tofu, ein bisschen Reismehl, eine halbe Tasse Cashews, eine halbe Tasse Wasser, ein bisschen Salz, Zwiebelpulver, Knoblauch, wenn man Lust hat, wieder etwas für das Auge. Ein bisschen von diesem gelben Zeug, Safran oder Turmeric oder was auch immer. Oder ein kleines Stückchen Karotte, nur um es gelb zu machen. Und dann, diese Mischung sollte so gerade fließen. Also wenn man es so rauskippt, gerade so eben fließen. In eine Pfanne, eine von diesen, wo es nicht klebt vielleicht. Oder wenn es eine gute Pfanne ist, vielleicht ein bisschen Lecithin. Und den ersten da rein tun. Die Pfanne nicht zu heiß und schön zudecken. Und die erste wird ein bisschen irritieren, dann will nicht so schön. Und dann umdrehen und der zweite wird besser. Die Pfanne nicht zu heiß und dann der nächste und der nächste und der nächste. Und dann hat man ein Omelett, das sieht genau aus wie ein Omelett aus Ei, schmeckt natürlich nur 10-mal besser. Kann das Ei nichts dafür. Das ist einfach eine Tatsache. Und da rein eine schöne Mischung, was auch immer. Gebratene, so wie wir sehen haben, Zwiebel oder eine Mischung mit dieser reichen Soße, die wir demonstriert haben, mit Champignons und zumachen. Und Pommes frites dazu im Ofen gebacken mit bisschen Olivenöl und unartig, ne? Ab und zu mal. Und dann einen schönen grünen Salat dazu. Naja, das ist eine Mahlzeit, die schmeckt tadellos und ist voll vegan. Nüsse, Saat zum Kochen gebrauchen. Selten eigentlich, dass wir Nüsse nur so essen. Pistachio-Nüsse habe ich, die sind so, muss man wegnehmen, sonst hört man nicht auf. Naja, okay. Nussmilch, Soßen, Cremen, Mayonnaise, alle diese Dinge macht man mit Nüssen. Sie sind da zum Kochen. Wenn man mal in den Osten geht, zu der Türkei oder irgendwo in den Mittelmeerländern, dann sieht das in den Geschäften so aus. Die wissen was, um damit zu machen. Das ist echt toll. Und hier in Deutschland kann man ja wirklich alles bekommen heutzutage. Das ist so ein typischer Laden im Osten. Viel, viel Auswahl an Saatarten und Getreide und alles Mögliche und sehr vollwertig. Interessant. Es wird ja immer behauptet, dass Pflanzen sind nicht so gut in ihrer Aminosäurenverhältnis, die essentiellen Aminosäuren, die werden nicht so gut vertreten in Pflanzen und so weiter. Überhaupt nicht wahr. Wir können irgendeins hier betrachten. Zum Beispiel, das sind die essentiellen Aminosäuren. Tryptophan, Threonin, Isoleucin, Lysin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Valin, Arginin und Histidin. Das ist da wegen kleinen Kindern nur, aber immerhin. Gut, Rumpsteak, das ist also Rindsteak, hat von Tryptophan 1,89 Milligramm pro 100 Gramm. Und wenn wir irgendeins hier nehmen, sagen wir mal von den Saatarten, irgendeins, Kürbissaat oder Sesamsaat oder Sonnenblumensaat, ist egal welches. Komm, wir nehmen mal den Kürbis hier. 560189. Threonin 715933. Isoleucin 848-1737. Lysin 1327-2437. Hier sind es ungefähr gleich. Lysin 1,4 etwas. Da gewinnt er vielleicht sogar ein bisschen. Methionin 402577. Phenylalanin, ganz schlimme Zahl, 666. Naja. Und hier 1749.
Valin 899-1679. Und dann der ganz wichtige Arginin 1045-4810. Was für eine Tracht Prügel. Naja, 582-711. Saat, sogar Nüsse, die gewinnen meist bei weitem, wenn es kommt zu den essentiellen Aminosäuren. Also lasst euch nicht aus der Ruhe bringen wegen Aminosäurenverhältnis und einer veganen Ernährung. Kürbissaat kann man ja kaufen, ins Brot tun, in Müsli rein und, und. Sehr reichhaltig an Eisen, wiederum für die Damen eine wichtige Sache. Sesamsamen, sehr reichhaltig an Vitamin E, 30 Milligramm pro 100 Gramm, auch wiederum Eisen. Man kann Tahini gebrauchen, man kann Tahini auch als Salatersatz. Aha, einer wollte heute Olivenöl auf den Salat. Versuch mal einen Teelöffel Tahini reinzumischen. Wenn man sich an den Geschmack gewöhnt hat, ist es auch lecker. Und man kann natürlich Sesamsamen entweder so rösten und als so eine Art Parmesan gebrauchen über Spaghetti Bolognese oder so. Man kann ihn auch in Milkshakes hineintun, also in man tut, sagen wir mal, Sojamilch, bisschen Sesamsamen in die Hackmaschine, ganz fein machen, eine Banane dazu, vielleicht was anderes, Knackhonig und schau, ob ein Kind das nicht genießt. Erwachsene sind ja auch Kinder, die genießen es auch. Nussmayonnaise, das sind die besten Mayonnaisen, die es gibt. Halbe Tasse Cashew, man kann auch Sonnenblumenkerne gebrauchen, schmeckt ein bisschen anders, muss sich dran gewöhnen. Und dann ein bisschen Wasser, Knoblauch, Zwiebel und so weiter in die Maschine. Zitronensaft dazu. Dann hat man eine Mayonnaise für den Kartoffelsalat. Die ist besser als irgendeine, die man kaufen kann. Ist vollwert, alles drin und ist gesund. Macht auch nicht fett. Die gleiche Mischung kann für so vieles gebraucht werden. Ist so einfach. Die Nüsse oder die Saat in die Hackmaschine, Wasser drauf, bis es fein ist und dann zugeben, was man will. Und diese Mischung, wenn sie so gerade gießbar ist, kann man zum Beispiel über Pizzas gießen. Man kann die Pizzas machen, herrlich, ohne irgendwelchen Käse drauf. Aber wenn man mal was drauf haben will, kann man diese Nusscreme drüber gießen und dann in den Ofen und backen und dann ist das ganz besonders, was ganz besonders, schönen grünen Salat dazu, dann vermisst man den Käse nicht mal. Wenn man dann nach Monaten vielleicht einen mit Käse isst, dann schmeckt der Kaugummi. Wieso habe ich denn das Zeug früher gegessen, sagt man sich dann. So nebenbei, ein Stückchen Käse in den Magen. Wir haben gesehen, ein Ei nimmt den pH runter bis, könnt ihr euch entsinnen? 1,5. Wenn ich ein Stückchen Käse in den Kochtopf hineintue, wenn ich jetzt Früchte, Gemüse oder was auch immer esse, Früchte war 3 Stunden, Gemüse war 5 Stunden, alles zwischendrin war circa 4 Stunden. Wenn ich jetzt ein Stück Käse reintue, dann kann es, aber es kommt darauf an, was für ein Käse das ist, Hartkäse, sagen wir mal, 6 bis 10 Stunden dauern. Man hat ja die alte deutsche Redeart, Käse schließt den Magen. Kennt ihr den? Warum? Der schließt den wirklich. Der macht zu und macht nicht mehr auf. Und das kocht und kocht und kocht und kocht und kocht hier drin, bis der im Magen endlich sagt, ach, gib's doch endlich auf mit dem blöden Käse und lass ihn durchgehen. Bis dann ist alles fermentiert. Also nur ein Stückchen Käse ist schlimm für den Magen. Säure bilden, die Verdauung wird dadurch total ins verkehrte Loch geschmissen. Also viel einfacher mit dem. Also dieser Gedanke, bei vegan, da habe ich ja schon nach 3 Stunden wieder Hunger. Kennt ihr den Ausdruck? Logisch. Der Magen leert sich. Nach 3, 4 Stunden ist er leer. Wenn ich die Käse esse, dann bin ich jedenfalls satt. Natürlich, ich laufe mit diesem Kochpott 10 Stunden lang rum und da tut sich nichts. Ein voller Magen ist keine gute Ernährung.
denn im Magen, was wird da eigentlich aufgenommen? Gar nichts. Bisschen Wasser vielleicht, sonst nichts. Also die Ernährung kriege ich eigentlich erst, wenn es durch den Magen durch ist und im Darm ist, ja oder nein? Also wenn ich nach 4 Stunden fühle, der Magen ist leer, dann heißt es, jetzt geht die Energie ins Blut. Und wenn es vollwert ist, wenn der Magen auch nicht voll ist, ich verliere nicht an Energie, ich habe Kraft, ich kann unendlich viel aushalten. Der Magen ist zwar leer, und wenn er leer ist, dann kann ich ja was trinken. Das heißt aber nicht, ich bin unterernährt oder ich habe Hunger. Und der Magen kann sich mal ausruhen, endlich mal nicht etwas in dem Magen drin. Also zwischen Mahlzeiten braucht man nicht essen. 2-3 Mahlzeiten am Tag ist genug. Und Käse sollte nie in den menschlichen Magen hineingegeben werden. Also jetzt bin ich überhaupt nicht mehr populär, vor allem nicht in der Schweiz und in Holland. Also vollwert heißt nicht nur Gemüse und Salatblättchen und Schnittchen Sellerie, wie wir gesehen haben. Vollwert heißt Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, alle diese Dinge, dann rein in die Ernährung und damit kochen und lernen, um zu kochen, dass es Spaß macht, dass es gut schmeckt. Wenn es nicht gut schmeckt, dann ist es nicht die ursprüngliche Ernährung. Die ursprüngliche Ernährung in der Bibel schon waren Früchte, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und. Und Gott hat gesagt, es war gut, es war sehr gut. Also muss diese Ernährung gut sein, sie muss sehr gut sein. Wir haben früher gehört an einer Gruppe, die nannte sich die Smülpapröde. Das ist so ein Nase-in-die-Luft-Gruppe. Die glaubte, sie könnte alles besser kochen als die Restaurants. Und das waren einige Dozenten an der Universität. Und wir haben jedes Wochenende einen anderen Kollegen besucht. Und der war Spezialist, um etwas Tolles, Ungesundes auf den Tisch zu stellen. Und dann haben wir immer da gegessen. Und dann war es auch mal, war ich auch schon dran. Und dann wurde bei mir Deutsch total ungesund, aber herrlich gekocht. Und so haben wir gelebt. Wir haben geglaubt, wir sind die reinsten Feinschmecker der Welt. Die Weine, je älter, je besser. Und natürlich nur vom Riechen haben wir gesagt, Jahrgang so und so, kein Problem gewesen. Ist alles ein Stuss. Naja, heutzutage lebe ich ganz anders. Und diese vorigen Freunde denken, es lohnt sich nicht mehr, zu dem hinzugehen, der ist nämlich ein bisschen bekloppt geworden. Aber viele Neue kommen zu uns zum Essen und denken, wow, das ist ja fantastisch, wie macht man denn das? Sogar Leute, die in dem Kochkunst sehr tätig sind, stellen sich um und essen so. Und wenn man sich erst daran gewöhnt hat, das ist nichts Besseres. Man fühlt sich so gut, man hat so viel Energie, es schmeckt gut. Ich würde nie wieder gerne zurückgehen zu dem vorigen Lebensstil. Ich war ewig müde, ich hatte ewig so viel Fett im Blut, ich konnte überhaupt nicht denken. Das war so doof. Jetzt, das Gehirn ist hell, man fühlt sich gut, warum nicht so leben? Es schmeckt auch gut. Früchte und Gemüse, sehr, sehr wichtig. Also eben haben wir gesehen, wie man kocht. Man kann sich auch mal den Tag frei nehmen. Brot und Früchte und Aufstriche. Genug. Avocado aufs Brot. Schönes, man kann ja so viel drauf tun. Tomate. Man kann auch noch eine Soße drüber gießen. Eine Mayonnaise, wenn man will. Und alles so schnell, dass man überhaupt nicht kochen braucht, wenn man mal keine Lust hat zum Kochen. Man hat nicht immer Lust zum Kochen. Viel Früchte dazu. Früchte sollten sehr, sehr oft gebraucht werden in der Ernährung. So leicht verdaulich. Der Zucker, der da drin ist, wie gesagt, ist Fructose zusammen mit den richtigen Mengen von Ballaststoffen. Alles, was notwendig ist, ist drin. Es gibt bei Frucht
Ernährung fast keine Giftstoffe. Wie gesagt, es ist nicht genug, sich nur von Früchten zu ernähren, nicht genug Energie in dieser Frucht, vor allem nicht für kleine Kinder und wachsende Kinder. Ich habe schon Bücher gelesen von, ich esse nur Früchte, das geht vielleicht gut für eine Weile für einen Erwachsenen, aber nicht für ein kleines Kind. Gut, also wir müssen schon das andere auch essen, aber Früchte bei den meisten Leuten heißt Äpfel, Bananen und vielleicht Zitrus. Und damit hat es sich schon. Aber es gibt ja auch noch viele Beerenarten, es gibt Datteln, es gibt Feigen, es gibt Traubenarten, es gibt Melonenarten, Oliven gehören auch zu Früchten. Oliven kann man bei jeder Mahlzeit essen. Papayas, Orangen, Oliven, die nehmen, die in Salz eingelegt sind, nicht wahr? Nicht in Essig. Es gibt sehr gute türkische Oliven, kann man fast die Seele dafür verkaufen, nur fast. Papaya, Orangen, Birnen und. So eine große Auswahl. Das ist so wieder wie die vielen Geschenke und ich spiele nur mit zwei. Spiel mit mehr Geschenken, Pflaumen und. So vieles. Eingelegte Früchte verlieren etwas an den Vitaminen, sind aber immer noch besser wie keine Früchte. Also in der Jahreszeit, wo es etwas gibt, einlegen, wenn man die Zeit dazu hat, wenn nicht, kann man sie auch kaufen, dass sie eingelegt sind, ist gut, da ist kein Problem mit Früchten. Und gesüßt ein bisschen beim Einlegen mit Zucker ist auch nicht das Ende der Welt. Niemand hat gesagt, wir müssen nie Zucker essen, denn sonst hätten wir ja nicht den Enzym Sucrase. Und der macht das. Gemüse, wie gesagt, ist auch notwendig in der modernen Zeit. Wir leben vor allem in einer Zeit heute, wo es so viele Karzinogene gibt. Es gibt so viele Stoffe, die negativ auf uns einwirken. Und wenn wir dann noch ab und zu unartig sind und das Öl gebrauchen zum Braten und so weiter, und wir haben auch andere Stoffe, die Alkoholide und freie Radikale und dergleichen in den Körper hineintun, dann brauchen wir Gemüse. Gemüse ist absolut notwendig. Wir versuchen zu Hause, wenn wir es können, zwei Mahlzeiten mit Früchten, eine mit Gemüse. Man kann mit zwei Mahlzeiten, gute Mahlzeiten pro Tag auskommen, ausreichen. Wenn man sehr aktiv ist wie wir, habe ich Hunger, will ich drei haben, sonst meckere ich. Bin eben so, kann nichts dafür. Morgens zum Frühstück, sagen wir mal, Müsli mit Früchten und so weiter. Mittagessen, wenn wir mal können, mit Gemüse und so weiter. Wenn nicht, wenn ich zur Arbeit gehe, dann nehme ich mir Brote mit und Früchte zum Mittagessen und abends möchte ich dann was essen. Dann gibt es eben das Gemüseessen. Eine Mahlzeit Gemüse, zwei mit Früchten, das ist ideal. Wie gesagt, verschiedene Arten, Gemüsearten haben verschiedene von diesen Phytochemikalien, die gegen Krebs wirken. Dann gibt es auch den elementalen Schwefel, nicht Sulfat, was ganz anderes, und der ist reinigend. Die dunkelgrünen, so wie Brokkoli und so weiter, sind reichhaltig an Calcium und Eisen. Und die ganzen Gemüsearten, die zu der Kohlgruppe gehören, haben sehr viele von diesen aromatischen Stoffen drin, die gegen Krebs wirken, wie wir ja letztes Mal gesehen haben. Also verschiedene haben verschiedene Kombinationen von Mineralien. Wenn man also Variation hat, dann hat man ein bisschen von alles. Leeks, was ist das wieder? Lauch? Ja, gut, das hört sich gut an. Lauch hört sich richtig an. Reichhaltig an Calcium, da ist Schwefel drin, da sind Vitamine drin. Knoblauch hat sehr viel aromatische Öle drin, es hat natürliche Antibiotika drin, reinigt das lymphatische System, führt zu Ehescheidungen, also viel Gutes in dem Knoblauch drin. Also wiederum Variation. Das dunkelgrüne Petersilie, Parsley, so ein schöner Name, Petersilie. Warum heißt der Petersilie nebenbei? Naja, Petersilie
reichhaltig an Calcium, Eisen, Kupfer, Vitamin A, sehr hoch an Eisen. Also Petersilie in die Bratlinge hacken und so. Nicht nur zum schön Aussehen auf dem Teller tun. Fein hacken, in die Suppen, in die Soßen und. Bisschen mehr gebrauchen. Ist ja auch etwas, was man in einen Blumentopf hinstellen kann, auf die Fensterbank und dann schlippt ein bisschen nehmen, hack, 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 rein, fertig. Dann ist das abgehandelt. Die gute Kartoffel ist sehr gut, verstopft auch nicht die Adern. Auch hat den Schwefel drin, um zu reinigen. Kürbis, damit kann man ja die meisten Deutschen jagen. So habe ich festgestellt in Afrika. Kürbis, was ist denn das? Das essen ja nur die Schweine. Naja, Kürbis kann sehr, sehr lecker sein. Man kann auch Kürbisküchlein machen. Dann sind sie auch gut mal zum etwas anderem, Spinat. Also man kann grün essen, man kann es roh essen, man kann es gekocht essen. Gemüse ist sehr gut. Sprossen, sehr gut in den Salat. Man muss sich daran gewöhnen. Wir haben immer viele Sprossen zu Hause. Ein Brötchen mit Avocado und Sprossen obendrauf und eine Mayonnaise drauf und voilà, das schmeckt ausgezeichnet. Man gewöhnt sich dran. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich Sprossen aß, das waren Alfa-Alfa-Sprossen, das war in Hawaii. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Kraut? Heute schmeckt es mir ausgezeichnet. Der Gaumen stellt sich um auf eine andere Ernährung. Also wenn wir die Gemüsearten in drei Gruppen aufteilen würden, die mit hochwertigen Gegenkrebs wirkenden Substanzen, mittelprächtig und ein klein wenig, dann sehen wir, dass der Knoblauch, Kohl, Lekrize, die Sojabohne und die ganze Umbelliferei-Familie, das ist Karotten, Sellerie, Parsnips, alles was zu der Karottenfamilie gehört, ist hochwertig gegen Krebs wirkend. Mittelprächtig wäre die Zwiebel, viele Teearten, wie gesagt, Kräuterteen sind natürlich sehr gut. Turmeric, das ist das Gelbe, was wir eben von gesprochen haben, Safran auch. Zitrus ist so mittelprächtig und dann die meisten Getreidearten, also Weizen, der braune Reis und dann die Tomaten, die Aubergine, die Paprikas und die anderen Kruziferen, so wie Broccoli, Blumenkohl und Brussels Sprouts, was ist das? Rosenkohl. Die sind auch so mittelprächtig gegen Krebs wirkend und so allgemein die anderen Getreidearten und Herbs, was ist das wieder? Kräuter. Wenn man also von diesen regelmäßig in der Ernährung zu sich nimmt, dann kann man sich schon einiges erlauben. Da kann man auch mal ein bisschen unartig sein, wenn die gesunde Ernährung einen zum Halse raushängt. Also eine Vollwerternährung mit viel Früchten, Gemüsen, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, aber vor allem tüchtig Früchte und Gemüse ist sehr, sehr hochwertig. Naja, hier ist so ein kleiner, kennt ihr den Wizard of Oz? Hier stehen zwei Damen um das Grab von dem lieben Mann, der verstorben ist. Und sie sagt zu der Freundin, ja, er aß ja überhaupt gar nichts als das, was aus meinem organischen Garten herauskam. Ach nein, sagt die andere, wovon ist er denn gestorben? Ja, leider ist er gestorben an zu wenig Cholesterin. Das ist natürlich kein wahrer Witz, es ist nicht so. Man braucht keinen Cholesterin, wenn man sich vegan ernährt. Die Leber macht das und man ist gesund, man ist glücklicher, wenn man gesund ist. Wenn man aber die vegane Lebensweise und die Vollwertlebensweise zu einem Gott erhebt und sie so treibt, dass man nur in ganz engen Rahmen sich bewegt, dann kann man auch von so einer Ernährung nicht glücklich werden. Es muss eine Freude sein, um sich gut zu ernähren. Man muss Variation haben. Man muss Spielraum haben, um andere Leute auch mit zu beachten.
Und man muss nicht denken, dass man einen Rang höher gegangen ist, weil man die Ernährung geändert hat. Ernährung ist einfach nur da, um gesund zu sein, um glücklich zu sein. Und wenn der Verstand hell ist, dann kann man auch vieles viel besser machen. Und sogar, man kann, sogar das geistliche Leben kann sich bessern, denn man kann sich besser auf das Gute im Leben konzentrieren. Ich wünsche euch eine gute Ernährung mit einer Vollwerternährung und viel Spaß dabei. Es muss nie, nie eine Last werden, sonst lohnt es sich nicht. Vielen Dank.